So, wir sind dabei, unseren Wohnwagen jetzt einzurichten in Kroatien und sind jetzt auf ein Riesenproblem gestoßen, Felsboden. Ja? Wir haben jetzt versucht, die Schürze und den Teppich mit dem normalen Standard-Hering in den Boden zu kriegen. Abgebrochen, stumpf, krumm, ja, und kriegen wir nicht rein. Und die Firma hollandöse.de hat mir da echt coole Schraubheringe gegeben. Und die will man doch jetzt mal probieren, ob wir diese Schraubheringe in den Boden bekommen. Also Hollandöse, wenn ihr das wirklich schafft, dann wirklich Daumen nach oben. Und wir nehmen jetzt einfach unseren Akkubohrer. Wir haben hier direkt einen Aufsatz mit dabei. Da ist direkt was dabei, um die Zeltplane zu spannen. Ja, und wir versuchen jetzt mal unser Glück. So, ich habe jetzt einfach mal den Hering reingeklopft, soweit es ging. Und jetzt setzen wir den Bit an. Und ey, das wirkt, ist der Hammer. Das funktioniert wirklich. Also wichtig ist, nicht von Anfang an reinzubohren, reinzuklopfen, dass es Widerstand hat, dann drehen und dann funktioniert das Ganze nämlich auch. Und das testen wir da drüben jetzt nochmal. Also wir setzen jetzt den Hering an, wo andere Heringe versagen, durch diesen Felsboden. Hauen wir, soweit es uns möglich ist, den rein. Nehmen den dazugehörigen Bit auf den Akkuschrauber. Und, oh, das ist ja die Butter. Also, die Heringe tun wirklich, was sie sollen. Die funktionieren, das ist der Hammer. Puh, so, es wird immer wohnlicher. Unsere neue Fiyama-Markise, die Caravan-Store, haben wir ja schon mal aufgebaut. Was neu ist, wir haben jetzt auch die Spannseile dazu, original von Fiyama. Wir haben hier den Sunbreak von Fiyama, allerdings ein bisschen umfunktioniert. Wie der richtig funktioniert, zeigen wir euch natürlich noch. Und ja, so langsam wird es dann gemütlich. Mal so ein bisschen von vorne, jetzt kommt Kühler und sowas. Das Wichtigste habe ich schon raus, mein Katergrill. Ja, und wir sehen, überall kommen da diese Piniennadeln runter. Wir haben das jetzt nur so konstruiert mit den zwei Stangen aus einer Idee entstanden, dass wir doch die Markise ein bisschen länger machen können. Aus einem Grunde, weil hier auf unserem Platz, wir wissen schon seit 2 Jahren, haben wir mittags hier pralle Sonne hier vorne. Das heißt, wir müssten wandern. Und da erhoffen wir uns dann ein bisschen Schatten. So, Tina holt die Stühle raus, ich muss jetzt helfen und ja, bleibt dran. Liebe Leute, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ich habe jedes Jahr das Drama, wenn wir in Kroatien sind, wird meine Frau kreativ, was die Hunde betrifft. Und wir möchten unsere Hunde ja nicht 3 Wochen lang an die Leine tun, damit die eigentlich hier nur angeleint sind, sondern sie sollen auch ein bisschen bewegen können. Und deswegen, weil wir auch ein Raubtier dabei haben, was alle Hunde anfällt. Ja, aber das Raubtier ist einfach nur bekloppt, ist halt dein Hund. Nein, er will sein Weibchen beschützen. Ja, und genau wie ich, was guckst du so dumm? Das ist meine Frau, ich doch, guckst du weg? Ja, nein, Ziel ist einfach, das Grundstück einzuzäunen. Da haben wir einen super geilen Zaun gefunden, den wir auch zu Hause teilweise für ein kleines Grundstück nutzen. Ja, ich führe euch mal kurz den Zaun herum. Und wir sehen, es sind Stangen mit so einem komischen, naja, wie nennt sich das? Tarnnetz. Tarnnetz, genau. Und wir hupsen da mal kurz raus, weil wir bauen uns auch so eine coole Einfahrt, dass ich das Auto rein und rausfahren kann. Weil wir ja auch wieder verschließbare, Kabelbinder haben. Und so sieht das Ganze dann von vorne aus. Und wir hoffen doch mal, dass das unsere Hunde abhält, dieses Grundstück zu verlassen. Da ist eine Mauer, da ist eingezäunt. Ja, ganz da hinten könnten sie vielleicht durch, aber wir hoffen mal, dass unsere Bulldoggen nicht so clever sind wie andere Hunde. Ja, so sieht es dann natürlich aus. Wir sind noch nicht ganz fertig. Ja, danach kommt ein bisschen Deko auf den Tisch. Wir müssen ein paar Blumen klauen irgendwo in einem Blumengeschäft. Und nee, wir holen uns ein paar Kräuter, gerade zum Kochen, machen wir hier immer. Basilikum oder so, ein bisschen Oregano, mal gucken, was wir da haben. Und ja, dann haben wir so eine gemütliche Parzelle eingerichtet. Licht haben wir auch schon montiert. Heute Abend kommt unser Kuschellicht noch raus. Und es wird so langsam. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. Es ist ein bisschen windig, es ist bewölkt, aber es ist nicht kalt. Und ab morgen soll das Wetter natürlich besser werden. Und ja, wir sind schon ziemlich weit gekommen heute. So, meine Lieben, wir haben es geschafft. Der Tag ist jetzt fast rum. Wir haben uns häuslich eingerichtet, liegen jetzt da total kaputt auf den Liegen. Denn wir haben ja heute nicht nur unsere Parzelle haben wir eingerichtet. Nein, wir haben heute auch das Boot auch noch aufgebaut und rüber transportiert, also gefahren. Und ja, wenn wir jetzt mal die Kamera so ein bisschen schwenken, sehen wir die Tina, wir sehen den Nico. Alle haben heute mitgeholfen und gearbeitet. Außer die Hunde, die haben nur gefressen.
Die haben gerade gearbeitet, ja. Deswegen sieht mein Teppich jetzt aus wie Sau. Ja, und wie gesagt, der erste Tag hier, der hat eigentlich nur Arbeit gemacht, aber er hat das Leben schön gemacht. So, ihr Lieben, wir haben jetzt den ganzen Tag nur mit Aufbau verbracht. Ja. Also so richtig Hardcore-Aufbau. Ja. Markise, unseren Sandblocker, den wir umfunktioniert haben. Ja. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Ja, der Hundezaun meiner Frau. Ja. Die liegen. Dann drehen wir mal die Kamera. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich mache hier mal das Licht gerade mal ein bisschen heller. Ja, die liegen. Die Hunde liegen. Ihr seht, wir haben ja drei liegen. Zwei für Erwachsene. Eins eigentlich für einen Teenager. Da schlafen die Hunde drauf, komischerweise. Rocky. Rocky. Da guckt er gerade. Ey, nerv mich nicht. Ja, ist okay, wir drehen die Kamera wieder. Oh ne, er möchte die Kamera. Er kommt, seht ihr? Ja, er möchte auch mitmachen. Also es war heute echt ein genauso stressiger Tag eigentlich wie gestern. Kannst du mal das Licht wieder dimmen? Ich dimme das Licht für dich, meine Süße. Gehen wir mal auf 40%. Ne? So. Ich hoffe, man sieht uns noch. Ja, wir hatten also heute echt sowas von stressigen Tag. Ja. Haben uns auch nicht in die Wunde bekommen, haben nicht geflucht. Na, zwei, Nein. drei Mal vielleicht. Ja, aber nicht verraten. Ja, wie gesagt, Markise steht, Sandblocker steht, Zaun steht, Liegen stehen, Tisch steht. Am zweiten Versuch. Mann sitzt. Mann sitzt, Frau auch. Ja. Dann haben wir dann heute noch den folgenschwerenden Fehler gemacht und haben unser Boot aufgebaut. War das ein Fehler? Es war sehr stressig, weil es eine prallen Sonne war. Ja. Ne? Mich hört ja keiner. Ja, meine Frau hat gesagt, ich habe mich nicht eingecremt und gar nichts. Und habe meine Sonnencreme vergessen. Die kriegen voll den Sonnenbrand, wie Frauen halt so sind. Männer denken sich, oh, wenn es halt weh tut, ne, tut es weh. Und dann habe ich eine Sonnencreme gefunden. Ja, und ich habe ja immer in meiner Bootsbox ja alles dabei, was man so für einen Bootsausflug braucht. Weil ich die gepackt habe. Ich habe aber mitgepackt und ja, mitgedacht. Aber die Sonnencreme habe ich reingemacht. Ja, das ist Sonnencreme reingemacht. Das ist Sonnencreme gehabt. Ne? Also meine Frau stand dann da, während wir das Boot aufgebaut haben. Och, Sonnencreme hier, Sonnencreme da. Och, Lidschatten können wir noch ein bisschen nachziehen. Ich könnte mich noch ein bisschen pudern. Ja, ach, ich aal mal meine schönen Füße dann im Meer, weil sie gedacht hat, sie müsste, wir haben was probiert im Boot. Und dann musste sie mit den Füßen mal kurz rein, barfuß natürlich. Und ja, da hat sie auf einmal dann so richtig einen Tanz gemacht. Denke, Schatz, warum machst du gerade Breakdance? Ha, mir ist heiß. Ja, ich verbrenne mir gerade die Füße. Okay, ab ins Wasser dann. Ja, ich habe ja Verständnis dafür. Du bist eine Arme. Ja. Ja, also es war heute wirklich so ein dünner Geduldsstreifen, weil wir echt viel Stress hatten. Aber das es war schöner Stress. Das nennt man Geduldsfaden. Ach, Geduldsfaden, ja, ist ja okay. Geduldsfaden, Geduldsstreifen ist egal. Schwangerschaftsstreifen gibt es ja auch. Das heißt ja auch nicht Schwangerschaftsfaden, oder? Ja, auf alle Fälle, ich habe heute auch das Boot slippen dürfen. Dafür gibt es ein extra Video noch, wie gewünscht. Unabix, er hat einen Slip. Ja, ich habe einen Slip, ich habe geslippt heute. Ja. Geslippt. Ja. Also, so wie meine Mutter das früher nennen würde, hieß es dann, wir haben heute geschlüpfert. Ja. Nein, wir haben das Boot geslippt. Ja, also, ich habe mein Boot geschlüpfert. Das ist doch mal eine kranke Ansage, oder? Und ja, vergesst es einfach. Das ist einfach nur dummes Gelaber gerade von mir, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist mir gerade in den Kopf geschossen. Total. Ey, schlüpfer dein Boot. Ja, ist total krank. Unabüchst dein Boot. Nee, ich slippe mein Boot. Ja. Na, auf alle Fälle, da gibt es jetzt noch ein extra Video. Da sind wir noch dabei. Wir haben jetzt, müssen wir auch dazu lachen. Du bringst mich total aus dem Konzept. Ihr seht, wir haben sehr viel Spaß. Der Stress ist wirklich von uns abgefallen. Ja, meine Frau, die hat jetzt irgendwie ihre 5 Minuten Nein, gerade. Nein, ich habe noch nichts getrunken. Und vielen, vielen Dank nochmal an all die Kommentare und die E-Mails und die WhatsApps, die wir bekommen. Ja, wir versuchen wirklich alles zu beantworten. Das ist im Moment wirklich, ihr seid Wahnsinn. Ja, also ein Bootsvideo gibt es, ein Erklärvideo wird es geben, das verspreche ich euch. Es gibt Ausflugsvideos. Schreibt mir einfach rein, was ihr haben wollt. Wir versuchen zu liefern. Wir haben ja 3 Wochen. Ne? Wir haben ja sonst nichts zu tun. Moment. Ja. Es gibt Sachen, die erledige ich definitiv nicht, wenn die das da reinschreiben. Was denn? Das willst du nicht wissen. Also FKK-Camping machen wir nicht. Ne? Also das will keiner sehen. Also mich will keiner sehen. Ja, toll. Heute Morgen fing schon gut an. Dachte, ich krieg einen Kaffee. Nee, nix war. Gab keine Kaffeemilch. Super, habe ich gedacht. Macht nichts. Gehst du einfach auf den Campingplatz in den Laden, dann gibt's Kaffeemilch. Dann bin ich da hochgegangen, gucke ich in den Laden rein. Scheiße, die haben eine Maske an. Ich habe keine Maske dabei. Scheiße, wieder zurück. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, jetzt fahren wir einfach direkt richtig einkaufen. So. Ja, ich habe es gerade noch gepackt, die Zähne zu putzen, meine Schlappen anzuziehen, meine Haare waren ungestylt, ab ins Auto. Dann waren wir shoppen. Ja,
Dann waren wir shoppen. Dann kamen wir wieder und dann wollten wir frühstücken. Und dann sagt mein Mann, Schatz, wir haben ja an alles gedacht, aber wir haben keinen Butter. Ja, genau. Also, den Teenager rausgeschmissen, hier hast du Geld, gehst du mal Butter kaufen, oben in den Laden, aber vergiss die Maske nicht, sonst kommst du wieder. Ja, genau. Ja, in diesem Sinne, uns geht's gut, das Wetter spielt mit. Sagen wir. Ciao, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Abonniert unseren Kanal. Aktiviert die Glocke. Falls ihr getan habt, verpasst ihr kein neues Video mehr. Und ciao. Tschüss.